Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch eine Karte zeigen, eine Weihnachtskarte schon. Gestern war ja großer Weihnachtsbasteltag und ja, das hat mich so inspiriert, dass ich richtig Lust hatte, heute eine Weihnachtskarte zu machen. Und da ich auch schon ein neues Stempelset für Weihnachten von Stampin' Up! Hier habe. Und da hatte ich so richtig Lust, heute loszulegen. Und das ist dabei rausgekommen. Das ist eine Gutscheinkarte. Die lässt sich hier aufklappen. Und hier ist ein Gutschein drin. Ich drehe es euch mal um. So. Und ja, hier könnt ihr noch was schreiben. Oh, meine Kamera fährt gerade wieder schön unscharf. Aber ich gehe jetzt nichtsdestotrotz mal ein wenig zurück. Vielleicht fängt sie sich jetzt wieder. Okay, ich schwenke mal ein wenig nach rechts und links, damit ich die richtige Position für euch habe. Und ja, diejenigen, die bei der letzten Sammelbestellung bei mir mitgemacht haben, die haben ein Fläschchen Glitzerkleber als kleines Dankeschön bekommen. Und ja, ich wurde gefragt, wie man das am besten anwendet. Der ist ganz vielseitig anzuwenden. Also ihr könnt damit Akzente setzen, ihr könnt damit ja, ich habe jetzt hier ein Stück, das ist leider noch nicht trocken, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Ich habe mir hier einen Weihnachtsbaum gestempelt auf Acetatfolie. Jetzt sieht, das sieht, ah, doch so sieht man es ein wenig. Und mit Stazz-On und habe jetzt den Glitzerkleber drunter gegeben und habe das praktisch auf vanillefarbenen Farbkarton draufgeklebt. Der muss allerdings noch trocknen, das ist noch nicht ganz trocken. Ich lege mir das dann immer an die Seite und lege eine schwerere Stanze dann so drauf und dann kann der in Ruhe trocknen und dann ist es auch fest. Ja, und so könnt ihr, also in Natur sieht es viel schöner aus, dann glitzert es so schön unten drunter. Ja, und so könnt ihr den Glitzerkleber verwenden. Hier habe ich ihn jetzt hier an der Seite aufgetragen und habe mir hier so Punkte gesetzt auf den Baum. Ja, und die nächste Karte, die mache ich jetzt nochmal so fast gleich, aber ich werde die Ränder noch ein wenig wischen. Das ist jetzt eher so der Clean Style. Jetzt werde ich ein wenig bisschen ins Shabby übergehen für diese Karte und dann legen wir mal los. So, ihr braucht dazu ein halbes Stück A4. Ich habe jetzt hier grün-braun genommen. Das ist also ja schon Jahre meine Lieblingskombi und sie bleibt es auch einfach. Also ich finde die Kombi grün-braun, Chili und Vanille einfach ja am aller schönsten. Aber das ist Geschmackssache. Gut, also ihr habt jetzt die Hälfte von A4 sind 10,5 cm oder 4 1/8 Inch. Das Ganze falzt ihr jetzt in der Hälfte bei 14,8 cm. So. Und dann noch einmal bei 2 Inch. Das sind 5,1 cm. So, das war's schon mit dem Falzen. Dann nehme ich mein Falzbein und dann faltet ihr das 2-Inch-Teil nach innen. So, und dann nehme ich jetzt mein kleines Oval, das 3/4 mal 15/16 Inch. So, und dann
Ja, nehme ich mir ungefähr die Mitte. Ihr könnt, wenn ihr das genau machen wollt, könnt ihr es euch auch anzeichnen. Ich mache das immer Pi mal Daumen. So, und stanze mir hier ein Loch aus. Dann nehme ich Flüssigkleber und gehe jetzt hier an die Seiten. Und mache mir hier einen kleinen Streifen drauf. Und hier einen kleinen Streifen. So, und dann klebe ich das Ganze nach innen. So. Das ist jetzt die Grundkarte. Und dann bereite ich jetzt meinen Baum schon mal vor. Und zwar ist der Baum aus dem Set Lovely as a Tree. Und da werde ich jetzt diesen Baum hier stempeln. Und den stempel ich in grün-braun. So, jetzt schaue ich, dass ich ungefähr die Mitte habe. So. Dann nehme ich mir mein Savanne-Stempelkissen und werde jetzt in Savanne ein wenig wischen. Jetzt muss ich gerade noch mal. So, und damit wische ich mir den Rand. Und dann nehme ich jetzt meinen Glitzerkleber hier und fahre so, also mache mir so kleine Strichelchen, also ich gehe mit der Düse ganz, ganz fest drauf. Also ich mag, ihr könnt euch dann auch wie Kugeln setzen oder so, dass ihr Weihnachtskugeln raussetzt, das könnt ihr auch, aber ich mache es ein wenig breitflächiger. Ich möchte es ein wenig über die Tannennadeln haben. Glitzerkleber gibt es in vier verschiedenen Farben: in Gold, in Silber, in Chili und in Dazzling Diamonds, heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ich weiß es auf Deutsch gerade nicht. Das ist so irisierend. So. Okay, das ist jetzt fertig. Das sieht jetzt. Ich halte es euch jetzt dann mal in die Kamera. Das sieht jetzt so aus. So, und das trocknet dann nachher ganz fest auf. So. Dann habe ich mir hier schon mal ein Stück Karton vorgeschnitten. Das ist hier Chili. Und das ist silberfarbener Spiegelkarton. Also Stampin' Up! Hat auch Silberfolie. Ich habe jetzt den Spiegelkarton, da ich mir bei Angelika ja letztens das große Set gekauft habe. Und hinterlegt den hier. Und dann brauche ich jetzt gerade mein Fast Fuse. Und das klebe ich mir hier drauf. Dann setze ich mir das Ganze jetzt hier drauf.
So, auf die Innenseite braucht ihr dann ein Stück, also ich habe jetzt hier vanillefarbenen Farbkarton, dass der hat die Größe 14,3 mal 10 cm. Das Ganze wische ich mir jetzt außenrum auch in Savanne wieder. Jetzt auch ein wenig mehr hier rein, dass das so richtig schön. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Meiner ist es und meine wird jetzt richtig schön shabby. So. Und das klebe ich jetzt gerade fest. Dann nehme ich jetzt mein Snail für. Dann habe ich jetzt aus dem Stempelset, das ist im neuen Katalog drin, das heißt Freude zur Weihnachtszeit. Das sind ganz tolle Sprüche und einen ganz tollen, das ist so meins, mein Tannenbaum und eine Briefmarke und ja, für von. Ganz toll, da habe ich mir jetzt dieses schöne Tage voller Licht und Freude habe ich mir rausgeholt und werde die Briefmarke gleich noch stempeln. Ich mache mir hierzu jetzt gerade die Karte zu, nehme mein Chili-Stempelkissen. Und das stempel ich mir jetzt hier unten hin. So, und die Briefmarke stempel ich in grün-braun. Stempel ich jetzt hier oben in die Ecke. So, und dann brauche ich jetzt für die Innenseite noch zum Verzieren habe ich noch hier ein Stück Spiegelkarton. Der hat 1,5 mal 3,78 Inch. Und dann brauche ich noch ein Stück Chili. Das habe ich gar nicht geschnitten. Das mache ich auch. Ich habe aber gemeint, ich hätte es geschnitten. Aber ist nicht da, egal. Das mache ich dann auf ein Viertel. Ein Viertel mal. Was hatte ich hier? 3,78, also mache ich 3,58. So. Und das klebe ich mir jetzt hier oben drauf. Nehme ich jetzt wieder mein Fast Use, das klebfeste. Wie das Snail, also Papier auf Papier nehme ich immer Snail. Und wenn ich auf was Glattes oder klebe oder wenn es fester kleben soll, nehme ich Fast Fuse, weil das klebt nämlich wie Bombe. So, das mache ich mir so hier drauf. Das klebe ich jetzt hier drauf. So, dann habe ich mir hier einen Stern. Es gibt auch eine neue Sternstanze.
Die mittelgroße, da habe ich mir hier jetzt aus dem Designpapier, es gibt auch ein ganz tolles Weihnachtspapier, da ist teilweise Weihnachten und teilweise kann man das auch so nehmen. Das heißt, fröhliche Feiertage und da ist ganz tolles Papier drin in Chili und Grünbraun und ja, so meine Farben. Dann brauche ich meine Dimensionals. Und dann klebe ich mir den Stern hier mittig drauf. So. Und dann stanze ich mir aus dem Glitzerpapier noch zwei Sternchen aus. Und vorne kommen noch drei Sternchen drauf. Also brauche ich fünf. So. Und meine Gluderz. Gluderz, Gluderz, Gluderz. Wo seid ihr hier? Mein Picker. Einer hier. Einer hier. Dann nehme ich mir meinen Tannenbaum, mache mir hier hinten drei Dimensionals drauf. Ist noch feucht, deshalb kann ich so nicht so fest drauf patschen. So, und dann kommen die drei Sternchen noch hier vorne drauf. Einmal. Zweimal. Hoppla. Und dreimal. So, und fertig ist die Gutscheinkarte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und bis bald!